So, hallo und herzlich willkommen. Hallo Tom, schön, dass du wieder dabei bist. Irgendwie hat es jetzt gerade hier nicht so geklappt. Ich wollte nämlich den Chat mit einbinden, aber das gute OBS hat es mir diesmal nicht so einfach gemacht. Frag mich bitte nicht warum, ich weiß nicht, was los ist. Aber es hat nicht funktioniert, wie es sollte. Irgendwie hatte ich, wie du gesehen hast, einen schwarzen Hintergrund vom Chat gehabt. Komischerweise, warum auch immer. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber das werde ich jetzt. Ich werde mich morgen drum kümmern. Erstmal zocken wir hier ein bisschen. Und schön, dass du dabei bist. Hi. So. Ja, Tom. Mal ganz kurz. Medikit, das wäre mal ganz schnell gut. Schnell die Lautstärke ein bisschen. Du sagst mir bitte, wenn es zu laut wird. Ja, wobei, das bringt es jetzt hier auch nicht viel. Okay, so, und da sind wir wieder vor, ups, der Liane. Ja, richtig. Und das habe ich eigentlich auch gemacht. Aber es hat es nicht angenommen, obwohl ich das angeklickt habe und davon ausgegangen bin, dass das auch so sein sollte. Aber das hat nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht warum. I don't know. Komisch, aber es ist so. Der Sound ist auch irgendwie. Wie ist denn der Sound bei dir? Ist der okay oder ist der. Ist es laut oder ist es sehr leise? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich jetzt auch nicht gefragt. Erst jetzt. Warum eigentlich? Das stimmt. Ich wusste, glaube ich, nicht, was mich hier erwartet. Das ist hier das Straflevel. Drum habe ich das nicht gemacht. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Keine Ahnung. Ja, da hast du allerdings recht. Ah ja, mein Gott, was soll's? Wir gönnen uns den Spaß, oder? Why not? So. Nee, du, die Liane, oder bilde ich mir das jetzt ein, die ist doch kürzer geworden. Sounds okay, super, danke. Jetzt warte mal. Ich lade jetzt hier, aber schau dir doch. So, weil so kann ich mich festhalten. Denn ich muss hier nach links. So, das wird jetzt super lustig werden. Und wir schwingen hin und her. So, Lara. Ups. Ja. Nein, 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 nein. Ja, wunderbar. So, und jetzt rutsch mal nach unten, Lara. Bitte nach unten. Jawohl. So, und ich denke, wir müssen jetzt hier nach links. Okay, also dann nichts wie auf die dritte Liane. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Hey, Azuka. Hi. Schön, dass du dabei bist. Freut mich. Moment. Nein, oh nein, Mann, oh nein, da hätte ich weiterspringen müssen. Okay. So. Weil sonst komme ich hier niemals durch. Wie geht's euch? Wie war euer Samstag? Das Wochenende. Okay. Ja, ich bin auch ziemlich spät online gegangen, das muss ich auch sagen. Aber ich mache morgen auf jeden Fall weiter. So, und oh nee, Lara. Oh Mann, was machst du da? Ja, ich bin heute ein bisschen, ja, später online gegangen, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, ich arbeite leider auch bis zur recht späten Stunde.
Somit bin ich dann meistens auch etwas später online. Ich versuche es ja ein bisschen früher zu gehen, aber es funktioniert leider nicht immer. Hier ist die Liane jetzt plötzlich genauso lang. Vorhin war die kürzer. Wie kann das sein, bitte? Moment. Medikit. Zack. Jawohl. So. Und schwink, Lara, schwink. Ich glaube, hier. Nee, ich glaube, die muss noch ein bisschen weiter runterrutschen. Ah, das ist ein bisschen zu hoch hier. Yes, ein Stückchen weiter runter. Ja, ich habe probiert, vorhin das Fenster da irgendwie anzugleichen. Aber wie gesagt, ich wollte den Chatverlauf mitnehmen. Denn ich mache einen zweiten YouTube-Kanal auf, wo ich da eben auch die ganzen Videos reinpacken will. Yes, Lara, wunderbar, Mädel. Und da dachte ich mir, wäre es wieder ganz gut, wenn der Chat auch mit sichtbar ist. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert diesmal. Ich weiß nicht warum. Obwohl ich nichts anderes gemacht habe wie sonst. Aber irgendwie hat er mir den Chat nicht angenommen. Das war ein schwarzes Fenster dahinter. Naja. So. Und yes, Lara Baby. Wunderbar. Genau, das ist das Straflevel. Aber das war doch wirklich so, oder? Wo ich da jetzt gerade ganz am Anfang geladen habe, war es doch so. So. Und jetzt einfach rüberschwingen. Und das dürfte dann funktionieren. So, und jetzt. War das knapp. Hör mir auf. So. Ah ja, genau. Da bin ich jetzt genau drüber. Und da ist schon wieder so eine Stange. Na, Mahlzeit. Ah ja, hier geht's weiter und eine Fledermaus, die knabbert gerade an mir und hinter mir ist ein Schalter. Aha, da ist ein Schalter. Okay, bin mal gespannt, was das jetzt soll. Wie war denn euer Samstag? Wie habt ihr den verbracht? Ups. Was ist jetzt passiert? Bin ich denn jetzt hier überhaupt? Und was habe ich mit dem Schalter wohl erreicht? I don't know. Mal schauen. Hier war ich ja. Diese Fledermäuse. Wahnsinn. Ah ja, und da ist auch irgendwie so ein komisches Teil. Da geht es auch weiter. Mal sehen, mal sehen. Ah ja, jetzt habe ich eine Fackel hier rausgeholt. Das ist schon mal interessant. Ich schätze, ich muss mal darüber. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Mal einfach schauen.
Zack. Und hier rüber. Ah ja, und da geht's auch einmal hoch. Und was ist hier? Nix. Hier ist Ende. Mal schauen. Okay, aber da muss ich ja dieses komische Teil wieder fallen lassen, sonst komme ich da jetzt nicht mehr hoch. Oder muss ich wieder runter, um Feuer zu holen? Und was habe ich überhaupt mit diesem einen Hebel erreicht? So, den werfe ich jetzt hier erstmal weg. Und schau mal, ob ich da hochkomme. Mal sehen. Jetzt, ja. Hoffentlich kommt nicht gleich wieder was runtergerollt. Nee, tut's nicht. Ja, endlich morgen frei. Also heute war für mich... Ja, kein... Ich weiß nicht, es war einer der Tage, die man nicht wirklich gerne hat. Ich weiß nicht, das... war nicht besonders gut gelaunt und weiß nicht, war ein ganz seltsamer Samstag heute. Also ich war froh, wo es vorbei war. Ja, aber ansonsten hat es gepasst, ist okay. Und habe mich echt gefreut, morgen jetzt endlich wieder frei zu haben. Jo, ja, ist gerade recht anstrengend. Ups, was ist los? Ah, Videosequenz. For I have served the god of light, Horus, at the time of plagues. To read this inscription means that the ruler of darkness is free. Set is released to walk abroad amongst the mortals, enlisting his armies of the night to serve him. He who removes the amulet and releases the dark power of Set shall summon the sun god Horus, for only the power of light will again imprison him. Was sind das für Videos, nicht schlecht, oder? By the power of the amulet and armor of Horus shall Set, the ever-living, be confined for all eternity. Summon the light of Horus through the light of the millennial constellations into his temple beneath the ageless pyramid. Into his likeness set in stone. With his amulet and his armor, he is once more poised to battle and defeat Set. Ah ja, okay. Set. Der König der Unterwelt. Okay. Achso, da kann ich gar nicht hochklettern. Mal schauen. Oh, da kann ich runterrutschen. Und hier bin ich doch hergekommen. Ah ja, aber da ist jetzt die Tür zu. Und das heißt, zurück kann ich jetzt hier gar nicht mehr. Okay, okay. Jo, wenn ich Tomb Raider 5 4 fertig habe, werde ich dann natürlich Tomb Raider 5 in, was ist denn das? In Angriff nehmen. Und danach natürlich Tomb Raider 6, The Angel of Darkness. Ich bin echt gespannt drauf. Ich habe den ja damals in 2004 oder 2005, wo er rauskam. Oder war das sogar, nee, das war so die Zeit. Habe ich ihn gespielt. Okay, ich glaube am besten, ich mache hier einfach eine Rolle. Zack.
Oh nee. Scheiße. Okay, Tom, dein Wunsch ist mir Befehl, pass auf. Das haben wir gleich. Moment, muss schnell hier. Genau. Zack. So. So, Tom, jetzt bist du's. Okay. Also, wenn du willst, ich kann es wieder rausnehmen. Aber ich habe es jetzt schon gemacht. Okay, jetzt schauen wir mal. So, wie kommt man denn hier durch? Vielleicht mit dem Speedrun, oder? Kann das sein? Ach, Tom. Ist echt herrlich mit euch. Macht echt Spaß. So, und ich werde jetzt hier einfach einen Speedrun machen. Schnell weg hier. Nee, doch, funktioniert nicht. Wie kommt man denn am besten hier durch? Nee, so geht's nicht. Komisch. Oder vielleicht einfach ganz easy rüberhüpfen. So. Ich weiß nicht, ich probiere es jetzt einfach. Noch ein Stückchen näher. Zack. Oh nee. Vielleicht muss ich wirklich genau in dem Moment rüber, wo eben genau sich dieser Schwertkreis öffnet. Ups. Ich probier's. Boah, hör mir auf. Alter, hey, geht das ab. Und jetzt? Nee, geht auch nicht. Tom, ohne Kommentar. Okay. Kann ich das irgendwie zerschießen, das Teil? Nee, oder? Komme ich denn da durch? Vielleicht mit einer Rolle. Wo ist denn die Rolle? Hier. Ja. Okay. Ach doch, eine Rolle, gell? Okay. Ah ja, super. Vielen, vielen Dank. Merci. Genau, und was sagte ich dann? Danach bin ich echt gespannt auf Tomb Raider The Angel of Darkness. Ich habe das hier damals gespielt in 2004, 2005, aber danach glaube ich nicht wirklich. Ich war da echt nicht überzeugt. Oh, das war ein bisschen zu knapp. Nicht ganz so überzeugt, dass ich es dann irgendwann mal in die Ecke geschmissen habe, aber trotzdem will ich es wieder spielen. Aber davor kommt ja noch Tomb Raider 5. Genau, und wahrscheinlich dann auch noch die anderen Teile. Legend, Anniversary, bis zu Underworld. Genau. Guardian of Light habe ich nicht gespielt. Werde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Das ist gar nicht so der Stil, was ich gerne mache. Nicht gespeichert, danke. Lach mich noch. Wow, krass. Wo geht's denn hier ab? So, aber jetzt speichere ich Tom. Ach, je, was ist denn das? Was ist denn das, das da über die Decke hängt? Spinne, oder? Das geht denn ab, hey. Was haben die hier? Aha. Das könnte Alexandria sein.
Das ist das Meer, das ist der Leuchtturm von Alexandria, die Bibliothek von Alexandria, die Pyramiden von Gizeh und die Sphinx. Okay, und hier ist ein Wappen mit das Zeichen des, keine Ahnung. Okay, machen kann ich da jetzt hier erstmal nichts. Erinnert mich das in irgendwas? Ja. Kann aber jetzt nicht sagen, was das war. Okay, dann machen wir das so. Ja, das stimmt eigentlich. Warum sollte ich das nicht machen? Richtig. Ja, genau. Das Sangriala, das war das, was du gespielt hast. Und das will ich unbedingt spielen. Da habt ihr gar nicht so Unrecht, ja. Denn von denen habe ich echt gar nichts gespielt. Also ich habe noch nie ein Level Editor gespielt. Zwar auch zugeguckt und so, aber gespielt noch nie. Und das mache ich. Das ist keine schlechte Idee. Und danach kann ich ja mit Angel of Darkness dann wieder weitermachen. Was mache ich denn hier? Also einmal da oben. Einmal hier? Nö. Was ist denn das da? Da ist doch was. Und hier ist irgendwie so eine Art Luke. Da hoch komme ich nicht. Nee, klar. Aber du, ihr habt echt recht. Ich habe das noch nie probiert, Tomb Raider Level Editor. Und das wäre jetzt vielleicht mal eine Gelegenheit, das mal zu machen. Da gibt es aber kein Lösungsbuch dazu, oder? Das war jetzt so eine blöde Frage. Keine Ahnung. Nur ein Tom, der es gespielt hat, ja. Moment, kann ich hier wieder zurück? Nee, oder? Doch. Aha, schau mal einer an. Was ist denn da drin? Gott, was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Hör mal auf. Wow. Schwerter, die hängen in der Luft. Unten ein Schachbrett, wahrscheinlich mit Tausenden von Fallen gespickt. Und hier, wie nennt man das? Was sagt man dazu? Wie sagt man dazu? Ein Rad, das man drehen kann. Und was passiert da? Nichts. Hey, Kai, Kai! Schön, dass du dabei bist. Cool. Danke für den Host. Noch zu so später Stunde und doch noch wach, ja? Das ist ja schön. Was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Muss ich hier rüber oder... Moment. Ah ja, da komme ich runter. Zack, hier. Ich speichere jetzt hier mal einfach. Keine Ahnung, warum. Boah! Ja, genau deswegen. Das kam aber jetzt plötzlich. Hör mir auf. Okay, also hier gehe ich jetzt erstmal nicht weiter, weil da kommen Schwerter am Boden raus. Moment. Okay. Vielleicht ist etwas, das... Ach, da unten. Das sind die Schwerter. Jetzt, von hier sieht man das. Was jetzt dieses Rad drehe, weiß ich nicht, aber... Ich drehe es mal einfach. Ja, cool, freut mich. Freut mich, dass du noch ein bisschen wach bleibst. Ich bin heute auch recht spät online gegangen, muss ich auch zugeben. Aber ich dachte mir, es ist ja Samstag und ja, vielleicht bleibt man ein bisschen länger auf wie sonst. Ich bin ja auch schon etwas müde, ne? Aber ich wollte mir den Spaß jetzt nicht nehmen und dachte mir, das mache ich jetzt noch. Und es ist ja schön, dass ihr auch alle dabei seid. Das macht das Ganze natürlich umso spannender und umso schöner. So. Uah! Was geht denn da ab? Oh je. Jemand ein Peil, was hier abgeht oder was es hier soll?
Nein, nein, nein. Oh, boah. Okay, also das ist jetzt echt Glück. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll oder was ich hier mache. Zack. Also das habe ich ja schon geahnt, dass das dieses Schachtteil da irgendwie mit Fallen... Ah, da kann man reingehen, okay. Ja, Tom, lach mich ruhig aus. Ja, er hat leider recht, Kalk. Ich musste das Straflevel bewältigen. Und es war nicht ohne. Ah, da komme ich hoch. Weil ich das Schachspiel verloren habe. Gegen Seth. Das war doch Seth, oder Zucker? Das war Seth, der da in der... In der... Dieses Gesicht da in der... Wand da. Naja, auf jeden Fall gegen den habe ich eben das Spiel verloren. Und ja. Dann hat mich Asuka aufgeklärt, dass es da eben ein Straflevel gibt. Wenn man das Spiel verliert, muss man leider Gottes da durch. Ups. Okay. Naja, und ja. Da blieb mir leider nichts anderes übrig. Drei Seile hintereinander. Wobei, mir kommt es jetzt wieder in den Sinn, Tom. Ich weiß nicht, du hattest kurz davor über drei Lianen gesprochen. Ich weiß, du hast gestern gesagt, du weißt nichts davon. Also, dass es keine Absicht war. Und kurz danach, fünf Minuten später, stehe ich vor drei Lianen. Das fand ich natürlich auch sehr geil. Ja, ja, ja. Oh je. Keine Level-Empfehlung von Tom an, okay. Ich werde mir das merken, auch wenn ich den Hintergrund jetzt erstmal nicht erfragen werde, aber ich werde es mir merken. Wobei, er hat ja Samstag vor zwei Wochen ein super LE gespielt, und zwar das Sangria La. Ich bin echt begeistert davon. Der Sound überhaupt, die ganze Grafik, die Atmosphäre waren echt einmalig. Also da... Habe ich ihn schon beneidet. Das ist echt ein super Level gewesen. Genau, und nach drei Seilen nur ein Secret. Das war natürlich perfekt. Bis ich gemerkt habe, dass ich wieder zurück muss, Kalk, um nochmal drei Seile zu springen. Weil ich nach links hätte müssen. Und nicht geradeaus. Naja. Ich verstehe jetzt nicht. Ich drehe jetzt hier das Rad. Okay. Und was passiert jetzt hier? Was geht hier ab? Nichts. Kann ich irgendwo hochhangeln? Auch nicht. Da unten komme ich nicht durch. Moment mal, vielleicht timet das die Messer da vorne. Kann das sein, dass die da nicht so lange... damit ich rüberspringen kann? Ich weiß nicht. Ich probiere es jetzt mal einfach. Oh, Lara, was machst du? Okay, ja, so sieht es wahrscheinlich aus. Ja, da spricht sich rum, Tom. So, ich schätze mal, dass alles hier ist getimed. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt hier mal einfach einen Checkpoint. Ups. Ach, so ist das. Die Tür ist hier auf und geht wieder zu. Aha, um rüber zu springen. Jetzt... So ist das. Ja, okay. Verstehe. Also, Tom, ich bin ab jetzt vorsichtig mit deinen Empfehlungen. Aber das Sangria La, das werde ich mir auch zur Brust nehmen. Ups. Oh nee, da komme ich nicht durch. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Ah ja, hier geht's hoch. So. Hochklettern. Okay. Ah ja. Hier rein.
So, und aha, ich schätze, genau, jetzt muss ich mal rüberschauen. Die Tür ist getimed, richtig. Das ist hier Sinn der Sache. Jawohl. Aha, okay, das geht aber recht schnell. Das heißt, ich muss echt schnell sein. Okay, jetzt drehe ich mal da durch. Ja, warum nicht? Ich probiere es mal. Das mache ich mal. Das mache ich. Okay, und jetzt schnell rüber. Ich denke. Oh, nee, das ist. Nein, Lara, ey. Wahnsinn. Okay, nochmal. Dran ziehen. Geht nur von der einen Seite, okay. Ja, Tom, das werde ich probieren. Warum nicht? Du weißt was? Ich werde mir das mal alles mal anschauen. Mir eins raussuchen und einfach starten, eins zu spielen. Was da Ding, weil, wie gesagt, ich habe das bis heute nicht gemacht und mich interessiert. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, Lara. Schnell. Yes, Baby. Hat funktioniert. So. Oh nee. Was geht denn ab, hey? Oh, das ist hier echt heftig. So, wunderbar. Ja, ich werde es mal probieren. Wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt. Also finde ich, ist es Zeit, mich das mal anzunehmen. Und das werde ich dann auch bald machen. So, jetzt nehmen wir mal diesen komischen Drachen hier mit. Nehmen wir ihn mal, Lara. Ups. Oh. Und überall gehen Messer auf und zu. Okay, und jetzt habe ich. Wo ist denn der? Hier. Goldener Vreus. Ach so, der kommt da unten rein. Natürlich, klar. Yes. Okay, mal schnell nochmal speichern. Ja, ich werde mir diese TRLI-Geschichte jetzt endlich mal annehmen. Wie gesagt, eigentlich immer zugeschaut, aber ich will das auch mal spielen. So, und ups. Boah. So. Okay, und jetzt hier wieder zurück, jawohl. In den anderen Raum, schätze ich mal. Ja, hier war ich, genau. Und wieder hier unten raus. Ah ja, und das kann ich jetzt da unten einsetzen, schätze ich mal. Jupp, ich denke schon. Wo ist denn das gewesen? Wo war denn das? Da vorne. Nee, nicht da vorne, sondern jupp, hier. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ach, je, was ist denn das? Okay. Da geht ein Lichtstrahl durch die. Aha, die Pyramide öffnet sich. Und da ist ein weiteres Teil drin. Und ich denke, das muss ich links von mir einsetzen. Nicht schlecht. Suspekt, suspekt. Oh, aber ich muss da vorsichtig sein, schätze ich mal. Wenn vielleicht brennt es da an diesem komischen Lichtstrahl. Ne, ich kann es mitnehmen. Das ist gut. Und den setze ich jetzt hier ein, schätze ich mal. Yes.
Und nochmal rutschen. Ich glaube, das sagt mir was. Und zwar... Das sind doch diese Ochsen, diese Bullen, die mir hinterherlaufen. Und die muss ich... Genau. Damit die mir die Türen öffnen, oder? War das nicht so? Ich höre es doch, ja. Ja, ja, da sind die... Ups. Ach, hey. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, hör mal auf. Oh, Lara, geh mal da durch, bitte. Oh, Mann. Oh. Okay. Passiert. Den müssen wir erstmal hier rauslocken und gegen die Türen. Okay. Puh. Boah, ja, ist gut. Boah. Hör mir auf, hey. Okay. Also hier kommt er erstmal nicht hin. Gut, jetzt schau ich mal, was da hinten ist. Denke ich mir auch sehr oft, die Leute, die das alles programmieren und machen. Ich glaube, das muss man irgendwie im Blut haben, oder? Dass man da so auf diese ganzen crazy Ideen kommt, wie jetzt hier zum Beispiel. So. Das ist echt bemerkenswert, das darf man nicht vergessen. So, wo ist denn der? Ach, da hinten. Na, du kleiner Bulle, komm mal her mit. Du musst mir jetzt mal ein paar Türen öffnen. Lara kann es gar nicht abwarten. Wo ist denn der? Oh, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Oh, nee. Und für was überhaupt dieser Hebel gut? Naja, das werde ich später mal sehen. Wo ist denn der? Müsste mir doch eigentlich folgen. Und diese blöde Fledermaus. So, wo ist denn der? Weil der kann mir ja die Tür... Okay. Moment. Okay, merci. Oh, lass mich mal durch, bitte. Ja. Okay. Wow, was ist denn das wieder? Hör mir auf, hey. Ach, ich glaube, er muss diese... Der muss jetzt genau in diese Knöpfe rein, oder? Ja. Oh. Okay. Einmal. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, scheiße, das war knapp, das war nicht gut. Und ich habe nicht gespeichert. Bin ich jetzt hier? Oh, immer noch hier, ach Mann. Na gut, dann nochmal weiter. So, den locke ich jetzt erstmal wieder raus.
ist der hier. Nee, der kommt doch hier nicht raus, oder? Nee, der ist hier auf der anderen Seite gegenüberliegend. Stimmt. Ups. Ah ja, richtig. Ich frage mich zwar, wozu noch dieser Hebel hier sein soll, aber ich probiere mal einfach, was der macht. Oh ja. Habt ihr mal wieder was vom Obel gehört? Schon lange nicht mehr. So. Wunderbar. Halbes Medikit. Wo ist denn das? Hier. Oh je, oh nee, das kann doch nicht sein, oder? Jetzt hat er mich da in die Ecke gedrängt. Oh. Ja, auch nicht, ja. Wobei, Moment mal, letzte Woche... War der nicht mal letzte Woche kurz online? Nee, der war bei mir im Chat drin, ja. Hm. Moment, erstmal das Medipack nehmen. Das kann man brauchen. Hier, Lara, nimm's dir. So. Also ich habe das Gefühl, solange der einen nicht dagegen quetscht, ist er echt hilfreich, weil er recht schnell ist. Moment, Medikit. Jetzt. Ach Kaik, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Und zwar, ich habe ja zum Ende des Februars eine Woche Urlaub, vielleicht sogar ein bisschen länger. Oh nee, warum quetscht er mich jetzt dagegen? Uwe ist im Diablo-Fieber, aha, okay. Ah ja. Aber ich glaube, es ist lang her, wo ich einen Twitch-Alert gekriegt habe, dass der online ist. Vielleicht schaut er eher zu, das kann auch sein, ja. Ja, Kaik, und zwar, ich werde zum Ende Februar mich meines erstens No Loads, No Medic Packs oder Kits annehmen. Und zwar erstmal Tomb Raider 1, also nicht Anniversary, sondern das Original. Und das werde ich dann, ich werde es auch heute Morgen im Profil noch eintragen. Wie gesagt, aber muss erstmal genau. Also ich werde dann auch das genaue Datum eintragen. Der Urlaub scheint eigentlich schon fast sicher, sich aber nicht hundertprozentig. Falls sich da noch was ändern wird, sage ich nochmal Bescheid. Aber ja. Schnell Medipack. Okay. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann auch alle dabei. Ups. Okay, Lara. Oh Mann. Wie gesagt, ich werde es noch ins Profil eintragen, wann genau. Sobald ich das hundertprozentige Okay habe, dass der Urlaub auch hundertprozentig steht, werde ich das dann auch tun. So, Moment, hier kurz speichern. Yes! Das waren die Hallen des Demetrios, wenn ich es ja richtig verstanden habe. Oh, das war nicht gut. Ja, das stimmt. Vielleicht öfter speichern, dann... Das ist nicht verkehrt, ja. Oh.
Komm, 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 komm. So, einmal. Ich glaube, der muss alle drei hier treffen, wenn ich mich nicht täusche. Uff. Oh, nee, Mann. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. So. Das ist auch ein komisches Viech, oder? Das sieht aus etwas zwischen Skarabäus, Stier. Ja. Okay. Und den hier noch, bitte. Komm, komm, komm. Hallo, hier bin ich. So. Wunderbar. Und jetzt ist die Tür hier offen. Perfekt. Ich hoffe jetzt nicht, dass der mich verfolgt, oder? Nee, okay. Und wenn schon, klettern kann er noch nicht. Ja, ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Hundertprozentig. Da werde ich mir echt... Ich werde es auch nicht gleich am ersten Tag vom Urlaub angehen, sondern vielleicht am zweiten oder dritten. So, dass ich auch anfangs ein bisschen üben kann. Take me to Von Croy. Kurze Filmsequenz. Where's he headed? You waste your time. This attitude problem. You people need to learn some manners. Tell me now, or you've just run out of time. Alexandria. Ah ja, das ist der Zug nach Alexandria, wenn ich mich nicht täusche. Your workforce is about to be delayed. Der scheint gefressen worden zu sein. Naja, wie auch immer. Im Zug nach Alexandria. Na, da wollen wir mal. Was machen wir denn hier? Zwei Hebel und eine Tür. Ne, zwei Türen. Okay. Boah, erstmal speichern, bitte, dass ich nicht wieder irgendwo anders lande. Okay, das könnte funktionieren. Zack. Okay. Ah ja. Da sind überall Türen. Oh ne, nicht schon wieder diese Ninjas. Ah, nee. Mit den komischen Schwertern. Dann machen wir es anders und zwar... Na komm. Die lassen wir jetzt erstmal angreifen. Jawohl. Und weg ist er. Okay, okay. Gute Nacht. Schlaf gut und jo. Dann vielleicht bis morgen, gell? Mach's gut. So, mach die Tür mal auf. Ups. Was ist denn das für eine Optik? Aha. Ich glaube, das können wir. Moment, nehmen wir mal die Pistolen dafür. Munition. Wunderbar. Das nehme ich mit. Ups. Hier ist noch ein Tür.
Tür. Eintreten bitte. Eintreten und reintreten. Ne, reintreten und eintreten. So. Okay. Achso, ja, weiter vorne war nochmal eine Tür. Stimmt. Die geht auch auf. Zack. Und ein Medikit. Her damit. So. Da irgendwas? Nö. Der Zug nach Alexandria. Gibt es da überhaupt einen Zug nach Alexandria von Kairo, oder? Wie ist denn das? Oder ist es nur Fiktion, was hier erzählt wird? Ach, hey, da sind die wieder. Na, Mahlzeit. Und ich dachte, ich werde die los. Nein, leider nicht. Na, wartet mal. Ihr seid schon wieder so schnell weg, wie ihr gekommen seid. Denn wir haben hier unsere, Moment, wo ist denn die Shotgun? Und jetzt nehme ich mal einfach diese White Shot. Na, komm. Weg mit dir und ist auch gleich weg. So ist es. So, ihr schwarz-roten Typen. So, mit der Mini Lady. Mini Lady? Wer ist Mini Lady? Moment mal, komme ich jetzt hier überhaupt hoch? Lass mich mal kurz speichern. So, hier. Ich glaube, die Tür lässt sich öffnen. Oder ich kann so hochspringen. Zack. Nein, und ich kam unter die Räder und das war es auch schon. Na gut, dass ich gespeichert habe. Also hier komme ich nicht weiter. Also, wieder nach vorne. Und zack. Okay, ich schätze mal, ich muss jetzt einfach in die andere Richtung laufen. Vorne. Mini Lady, ist es deine Tochter? Ich glaube, du hast ja mal was gesagt. Hast eine kleine Tochter. Spielst du mit der auch Tomb Raider? Ich glaube mal was gelesen zu haben im Chat. Oder täusche ich mich jetzt total, dass ich jetzt im Blödsinn? Ah, warte mal, da ist noch ein Hebel. Den betätigen wir jetzt auch. Allerdings, Moment, da fehlt hier das Teil. Ach, nee. Habe ich irgendwie sowas... Ne, das muss ich glaube ich erstmal finden, um das da reinzupacken. Ah ja, okay, die Tochter deiner Freundin, okay. Genau, konnte mich erinnern, da hattest du was gesagt. So. Ich versuche mal jetzt wieder den gleichen Hebel hier. Auf der anderen Seite. Zack. Vielleicht geht jetzt die Tür auf. Ne, die geht zu, aber die andere nicht auch. Muss bestimmt irgendwo was finden, sowas wie ein Brecheisen, das sich hier einsetzen kann, oder? Schätze ich mal. Zumindest habe ich das irgendwie so in Erinnerung. Vielleicht täuscht mich auch, aber anders könnte es ja gar nicht gehen, weil ich komme. Ne, ach, Moment mal, da oben ist ja offen. Vielleicht von außen rum. Moment mal, ich mach das nochmal auf. Zack. So. Ah ja. Gut, aber da hochspringen kann ich nicht, gell? Ne, das reicht nicht. Aber hier. Mit Lara?
Nee, das reicht nicht. Ah. Oh. Okay. Jetzt noch einmal hier hoch. Weiß nicht, ob die Höhe da oben reicht. Das kann jetzt schief gehen. Aber ich probiere es trotzdem. Egal. Ja. Oh nee. Das ist auch schief gegangen. Okay. Gut. Ich schätze, ich laufe jetzt hier erstmal wieder zurück. Ich denke, irgendwo müsste ich hier ein Brecheisen finden oder sowas ähnliches. Denn da fehlt ja eine dieser Kupplungen. Also so ein Eisen dieser Kupplungen. Um die andere Tür zu öffnen. Also schätze ich, dass die hier irgendwo verstreut ist. Oder Asuka? Du hast ja ein schlaues Lösungsbuch. Vielleicht habe ich ja recht. Mal sehen. Also hier sehe ich noch nichts. Okay. Hm. Was ist denn das? Achso, nee, das ist nicht hier. Was ist denn das? Ja, genau. Was könnte es wohl sein? Ah, oh, diese Kameraoptik, ey. Die verwirrt einen. Also hier ist nichts. Ist da schon wieder so ein Typ? Nee. Nee, da war nichts. Aber da hoch komme ich nicht. Was soll dieses grüne Zeug überhaupt sein? Naja. Und darüber komme ich ja auch nicht. Hm. Na, wo ist denn das Brecheisen? Ja, wenn ich das jetzt nur wüsste, habe ich es vielleicht sogar im Inventar. Nee, oder? Nee, da ist nichts. Okay, hier auch nicht. Du verarsch mich jetzt, Tom, oder? Es liegt mir wahrscheinlich irgendwo schon zu Füßen und ich sehe es nicht. Oder? Vor einem Wagen. Ach so, okay. Aha. Gut. Danke für den Tipp. Also im vorderen Wagen, du meinst noch ganz vorne. Also, ups, nach dem hier. Ganz ersten, vermutlich. Oh Mann. Na, wo ist denn das Brecheisen? Ja, genau. Du meinst hier, oder? Da kann ich hochklettern, oder wie? Hier eh gespeichert. Aber da bin ich doch vorhin, habe ich doch vorhin versucht hochzuspringen. Das hat funktioniert. Nee. Bist du dir sicher, Tom? Ja, genau. Sie müssen, ja. Ah, nee. Das ist echt geil. Okay. Okay, also sie müssen in den vordersten Wagen. Moment mal, ich glaube, hier bin ich erstmal falsch, oder? Du meinst bestimmt einen Wagen weiter vorne. Aber da komme ich ja nicht hin. Weil da diese Tür ja erstmal zu ist. Moment, ah, kann ich hier irgendwas schieben? Nee. Den vordersten Wagen kannst du an der Seite hangeln und in den Wagen rein. Ach so, du meinst genau gegenüberliegend. Jetzt. Okay, okay. Ich schätze ich mal, oder? Na, dann wollen wir mal nach vorne. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe. Da, wo mich diese Ninjas da angegriffen haben. Aber das habe ich doch vorhin probiert. Das hat vielleicht... Nee, ich bin auf die Tür gesprungen. Wahrscheinlich, ja, seitlich meinst du, okay. Lass mal schnell hier speichern, jetzt. Ich denke mal, das ist der hier. Sieht zumindest so aus. Yes! Dankeschön. Perfekt. Genau, genau, hier. Ja, ja. Und da kann man... Moment. Ach, hey, na Mahlzeit.
das Schwert hin und her. Oh, der stoßt mich auf den Zug runter. Geht's noch? So. Ich glaube, die andere Munition war effektiver. Kommt mir zumindest so vor. Ne, Moment. Shoes, Ammo, hier. So. Da sind die zwei Typen mal wieder weg. Und zack. Ah, ja. Da ist eine Tür. Eine Luke. Und hier muss ja auch irgendwo mal so ein Brecheisen herumliegen, oder? Moment, Moment. Also hier sehe ich erstmal nichts. Ich habe, ach so, ja genau, ich habe vorhin das ein Tomb Raider 4 Video bei YouTube hochgeladen. Allerdings habe ich das direkt von Twitch aus getan. Und obwohl die Qualität bei Twitch eigentlich recht gut ist. Moment, da liegt doch was, oder? Sehe ich jetzt schlecht? Nee. Nee. Oder? Nee. Hm. Genau, was sagte ich? Obwohl die Qualität bei Twitch eigentlich recht gut ist, war sie bei YouTube nicht mehr ganz so toll. Ich weiß, ich habe die Erfahrung damit. Ich habe da nochmal so ein Tool ausprobiert. Da wird das Video nochmal überarbeitet auf YouTube. Ich habe es mir aber noch nicht angeschaut. Das geht da irgendwie automatisch. Da drückt man auf irgendwas und geht automatisch. Aber das hat mich doch echt verwundert. Das ist ja einerseits praktisch, dass man das hier direkt über Twitch machen kann, ohne das erstmal selber zu speichern und dann wieder zu laden. Moment mal, da könnte ich auch überspringen. Oh, bleib mal stehen. Ja, ja, das stimmt, das weiß ich, das mit den Schwertern, mit den Messern, ja. Die tun das immer, ja. Aha, na schon. Moment. Ja, ich versuche immer den richtigen Zeitpunkt zu finden. Nicht springen, Lara. Jetzt. Wenn die da mit ihren Messern hin und her wackeln. Aber die sind doch recht flink, ja. Echt, die Autokorrektur macht noch alles schlimmer, oder wie? Ach, Scheiße. Ich habe es mir noch gar nicht angeschaut, wie gesagt. Aber es hat mich gewundert, weil das, ich sag mal so, das sah echt gar nicht so gut aus. Zumindest nicht mal halb so gut, wie es auf Twitch aufgenommen worden ist. Vielleicht muss man bei den Einstellungen schauen, mit welchen Einstellungen das... Oh, nee. Oh, boah. Oh, Alter, was geht denn ab hier? Wo kommt denn der plötzlich hier? Moment mal, ich habe doch schon mal eine Uzi. So, der schaut nämlich, schau, immer jetzt. Ich muss dann immer treffen, wenn der... Richtig, weil sobald ich meine Waffe auch hochziehe, sieht er gleich... ja. Ach so, Moment. Da ist irgendeine eine kaputte Ding, oder? Die ich dann rausziehen kann. An die Seite der beiden Wegen. Also irgendwo kaputte Stange, die ich einfach ausbrechen kann, schätze ich mal. Sowas wird sein. Okay, hier nicht. Dann vielleicht in der anderen, im anderen Wagen. Ich probier's. Na, Lara, steig hoch. Okay, jetzt schau ich mal, ob hier drin was ist. Oder meinst du die Wegen vorne oder wie? Wieder oder. Oh ne, bloß nicht lachen, gell? Ich weiß jetzt nicht. Ein bisschen blöd vor gerade. Okay, ich werde es aber finden. Keine Sorge. Nein, doch. Okay.
Okay, ich weiß, irgendwo habe ich es jetzt übersehen, oder? Vielleicht war noch weiter vorne. Nee, noch weiter. Was ist denn überhaupt da vorne? Ach, da kann ich ja auch rüberspringen. Oder eher nicht, nee. Sieht nicht so aus. Moment. Wo ist es? Häng dich doch von der Seite der beiden Wegen und schau nach. Moment mal. Also da meinst du jetzt bestimmt nicht. Jetzt mal weiter vorne. Also hier wieder. Nee, da bin ich ja wieder da, wo ich war. Doch weiter vorne. Scheiße. Moment. Ah, warte mal. Da ist ja auch noch was. Aber wie soll ich... Nee, da ist nichts. Und da ist ja auch nichts. Vielleicht doch weiter vorne. Straflevel, ja. Straflevel Nummer 3 folgt. Ne, Nummer 2. An der Seite. Ach so. Du meinst jetzt an der Seite. Den beiden Wagen. Ja, an der Seite. Aber nicht von innen meinst du, oder? Muss ja von innen sein, oder? Oh Gott, ich komme so bescheuert. Oh no. Okay, jetzt bin ich mal wieder an den Wegen. Und du meinst hier an der Seite, oder? Irgendwo innen drin. Ach, je. Gott, blamier ich mich. Moment, da vielleicht? Nee, an der Seite. Von innen oder von außen? Kann ja noch von innen sein, oder? Moment, ich steige mal wieder da hoch und dann den nächsten Wagen. Also ich sehe hier nirgends von der Blechstange, die irgendwie da lose raushängt. Aber ich schaue bestimmt irgendwo ganz falsch jetzt. Schätze ich mal. Ach, hey. Okay, warte. Ich lasse es nochmal. Häng dich doch mal an der Seite. Ach, häng dich doch mal an der Seite der beiden Wege. Okay. Aber hier, glaube ich, geht nicht, ne? Nee. Oder doch. Ah. Außen, okay. Okay, also hier sehe ich jetzt erstmal nichts. Und was mache ich jetzt falsch? Moment. Ich werde schon finden. Also hier ist erstmal nichts. Aber vielleicht. Vielleicht hier. Zack. Okay. Hier auch nicht. Und da hat auch alles gepasst. Schau ich mal hier. Ah ja, da ist bei einem Wagen ein Fenster. Okay, also muss es von außen sein, wie er Azuka gerade sagt. Das muss ich doch von hier irgendwie sehen können, oder? Also hier ist nichts, ich sehe nichts. Moment. Oder meinst du den letzten Wagen hinten, diesen grünen Wagen? Ach Gott. Moment, das finde ich schon. Also hier erstmal nichts. Also die beiden Wegen haben nichts. Wenn, dann meinst du vielleicht einen Wagen weiter vorne, oder? Ja, aber auf die kann ich ja nicht hochklettern. Ach.
uses he? Da ist bei einem Wagen ein Fenster. Okay. Ich hange mich jetzt hier runter. Also hier ist nirgendwo ein Fenster. Zumindest das, der Wagen hier hat kein Fenster, oder? Sehe ich jetzt schlecht. Warte mal. Nach vorne. Und hier? Nee, da sehe ich jetzt kein Fenster. Oh Gott, der lacht euch bestimmt schon beide kaputt über mich, oder? Oh ja. Ich weiß nicht, wo dein Fenster sein soll, Tom. Also hier ist kein Fenster. Bestimmt der letzte Wagen, meinst du, oder? Oh, what? Wahrscheinlich. Ich speichere jetzt hier mal kurz und versuche rüber zu springen. Wobei, ich glaube, das wird schief gehen. Sieht zumindest so aus. Zack. Ach, ey. Da kann ich auch wieder hoch. Nee, da komme ich nicht rüber. Du meinst bestimmt die vorderen Fenster, die vorderen Wege. Ich schaue jetzt nochmal nach vorne, weil hier sehe ich ja nichts. Okay, kein Kommentar. Okay. Ganz nach vorne. Also hier? Nee, da. Ah, hier geht's auch weiter. Ach so, nee, da war ich ja. Hm. Aber da kann ich auch nicht hoch. Also ein Fenster müsste ich doch sehen, oder? Oder täusche ich mich jetzt so? Kapiere ich es gerade nicht. Ein Fenster müsste man doch sehen. Aus. Okay, ich laufe wieder zurück. Oh. An der Seite entlang hangeln. Okay. Ich verstehe jetzt nicht, wo da das Fenster sein soll. Ach, hier meinst du, da könnte ich mich auch entlang hangeln, okay. Oder weiter vorne wahrscheinlich. Hm. Ich komme mir jetzt echt doof vor, aber egal. Okay, ich schaue jetzt mal, wo denn dieses geile Fenster sein soll. Aber ihr meint schon die beiden Wegen jetzt hier, oder? Täusche ich mich da? Nee. Also ich hangle mich die... Boah, dachte ich jetzt gerade, die stürzt da. Also ich sehe jetzt hier echt kein Fenster. Da ist doch kein Fenster. Nee, da ist nichts. Auf der Seite ist genauso wenig was, oder? Nee. Okay. Hm. Das ist echt strange. Seid ihr euch sicher, dass da ein Fenster ist? Das kann doch nicht sein, das müsste ich doch schon längst gesehen haben. Okay, und da kann ich mich entlang hangeln. Ach.
Ach so, ah, verstehe. An der Seite vom Wagen unten. Okay. Ich probiere das mal. Hm. Weil da? Ja, da ist ja auch ein Fenster. Wo soll denn dein Fenster sein? Okay, also hier meinst du, kann ich mich hangeln? Ja, tatsächlich. Wieder ein paar Ninjas runter, oder? Oder? Ne, der ist wieder weg. Aber hier komme ich jetzt auch nicht weiter. Komisch. Der nächste Waggon ist es. Also der hier wird sein. Okay. Mal da hoch zu springen oder hoch zu klettern, je nachdem, wie das auch immer sein mag. Weil, weiß nicht, ob ich da hoch einfach so hochkomme. Nee. Ui. Ja, weil die Tür, die muss ich auch erstmal aufgehen. Hm. Zur Leiter am letzten Waggon springen, hochklettern und nach hinten gehen. Hinten an die Kante hängen und nach unten klettern, dann seitwärts hangeln, die Öffnung steigen groß, Medipack, Pfeife, Pfeile, Revolvermunition, Geheimnis zurück aufs Dach und auf der rechten Seite hängen und dort die Öffnung durch den Waggon untersuchen. Zweimal Schrott, Gewehr, Brechstange. Also zur Leiter am letzten Waggon springen, hochklettern. Und nach hinten gehen. Hinten an der Kante hängen und nach unten klettern. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder zurück, wenn ich es richtig verstanden habe, auf den letzten Waggon. Okay. Vielleicht am letzten Waggon springen, hochklettern und nach hinten gehen. Hinten an die Kante hängen. Okay. Das mache ich jetzt mal hier. Und hier kann ich ja an die Kante hängen. Wenn ich es jetzt richtig verstehe. Links ist die Leiter. Okay, aber wo nach unten? Also noch weiter unten klettern kann ich ja jetzt hier nicht, weil oder komme ich da noch weiter runter? Also wo war ich jetzt? Ey Leute, ist echt suspekt hier. Also, ich wiederhole es nochmal. Zur Leiter am letzten Waggon springen, hochklettern und nach hinten gehen. Okay, das mache ich jetzt. Hochklettern und nach hinten gehen. Okay, dann hier nach unten klettern, dann seitwärts hangeln in die Öffnung. Also, ich kletter jetzt hier nach unten. Oder muss, oder meinen die innen drin? Nee, oder vielleicht doch. Ja, genau. Hier an die Öffnung. Großes Minipack, Pfeile, Revolver, Muni, zurück aufs Dach und auf der rechten Seite hängen und dort durch die Öffnung den Waggon untersuchen.
Ich kapiere es jetzt hier nicht. Echt ohne Scheiß. Also. Gewehr und Brechstange. Irgendwie mache ich jetzt echt hier was völlig falsch. Und das sieht aus wie eine Tür, die aufgehen müsste. Gott, das ist crazy. Falscher Waggon, in den nächsten Waggon. Also in den weiter vorne. Okay. Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Gar nicht. Danke für den Link. Ich schaue es mir jetzt gleich an. Okay. Sie springt. Okay. Läuft da hoch. Ach, da soll eine Öffnung sein. Okay. Der Waggon hat ein dunkles Dach, genau, das habe ich jetzt gesehen auf dem Video. Und da ist eine Öffnung und die klettert sie hier rein. So eine Halböffnung seitlich. Aber welcher Waggon von denen hat ein schwarzes Dach? Das haben hier nur die Waggons, die noch weiter vorne sind. Und an die komme ich ja nicht ran oben. Oder vielleicht doch das hier. Moment mal. Wie ist denn die? Warte, ich muss mir das nochmal anschauen. Warte. Genau, jetzt steht sie hier. Genau, warte mal. Ah ja, du, das ist schon dieses Grüne, wo ich vorhin mich hingehangelt habe. Aber wie ist denn die darüber gekommen? Warte mal. Genau, die hangelt sich rüber, so wie ich es vorhin probiert habe. Korrekt. Aber ich bin ja da nicht hochgekommen, da bin ich ja abgestürzt. Kam unter den Zug. Bin ich jetzt gespannt, was sie hier macht. Okay, genau, da steigt sie hoch. Das habe ich auch gemacht. Okay, jetzt kommt der Helikopter. Alles okay. Den haben wir ja auch gesehen. Und jetzt bin ich gespannt. Ach, da seitlich kann man sich hochhangeln. So ist das. So ist das also. Okay, das heißt, ich muss hier wieder zurück. Ups, mein ganzer Chat ist gerade weg. Läuft bei euch alles? Der Chat ist gerade weg, okay. Jetzt. Läuft bei euch alles? Okay. Richtig. So, jetzt hangle ich mich seitlich. Genau, so hat sie es nämlich auch gemacht. Danke für den Link, Tom, der ist echt aufschlussreich. Die hat sich da seitlich hochgehangelt, links. Moment. Wo ich da vorhin abgestürzt bin. So, jetzt sehe ich euch wieder im Chat. Okay, wunderbar. War plötzlich weg. Der ganze Chat ist wieder weg. Aber jetzt sehe ich euch wieder. Perfekt. So, Moment. Und sie ist hier, hat sie sich laut Video... Ja, tatsächlich. Das gibt's ja nicht, oder? Ja, und ich bin da gegen die Tür hochgeklettert. Und bin da natürlich abgestürzt. Okay, und jetzt irgendwo seitlich. Oh, da kommt ja schon wieder so ein Typ.
Na super, na warte. Ne, falsche Taste. Nehmen wir mal die Uzis. Zack. Ja. Komm, Alter. So. So, wunderbar. Oh, danke, 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 danke. Puh, das muss jetzt hier irgendwo seitlich sein. Genau. Lass mich kurz speichern. Das war jetzt echt crazy, oder? Ah ja, und da ist die Öffnung. Na Mahlzeit. Wir haben das geschafft. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht gekriegt hätten, oder? So, und Miss Lara, go inside the train. Ah ja, und schau mal einer an. Da liegt nochmal das Gewehr und da ist die coole Brechstange. Leute, yes, 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 wir sind die Besten. So, und vielleicht liegt hier noch was halt. Ja, natürlich Munition. Und noch einmal Munition. Perfekt, so muss es sein. Ja, ja genau, Tom. Puh, wir haben es echt geschafft. Oh, es sah gar nicht danach aus. Aber wir haben es hingekriegt. So, warte. Hier, Crowbar, genau. So, da geht die Türe jetzt hier auf. Perfekt. Und wo kommt denn der wieder her? Okay, schnell mal ein Medikit. Zack. Ja, ja, pack schon wieder deine Rasierklingen ein. Ja, jetzt komm. Das war jetzt echt crazy. Ich habe gedacht, wo ist denn das Fenster? Warum sehe ich da kein Fenster? So. Ja, nee, da kommt sie jetzt nicht hin. Moment. Wie die hüpfen, gell? Rauf und runter. In den roten Kostümchen. Ah ja, ah. Ach, Mann. Ich glaube, die Uzis werden mir... Ja, es ist schon so viel Munition. Okay, ich muss die Waffe einpacken, weil dann gehen sie zum Angriff über und dann kann ich schießen. So, weg ist der. Das ist schon mal gut. Hier irgendwas drin. Ah ne, da war ich ja vorhin. Stimmt. Wow, wow, wow. So. Ah ja, da ist der nächste. Komm, komm, komm. So. So. Oh. Hab echt Schiss gehabt. Der hätte mich jetzt beinahe vom Zug geschubst. So, und dann nach vorne. Und, tada, noch weiter nach... Ah, ne, da sind die schon wieder. Ey, das sind wie Affen auf dem Jeep. Affen auf dem Jeep in rot-schwarz. Ich fass es nicht. Boah. Bin ich echt erleichtert jetzt, dass wir das hingekriegt haben. Hab schon echt an mir gezweifelt. So. Dann nach ups, nach vorne. Und. Ah, da ist schon der nächste. Die kullern sich so rum, gell? Als ob die zu viel gefressen hätten und dann kugelrund wären. Nie mehr laufen. So, komm, pack deine Rasierklingen ein. Ach so, der schießt auf mich. Ich fass es nicht. Nee, andersrum. Jetzt kann ich hier wieder rein und die Brechstange vorne einsetzen. Moment. Ah ja, perfekt. So. Mhm. Mal kurz safe. Nicht, dass ich da... Ja, ist ja wieder so blöde Kameraführung teilweise.
Die hat's echt in sich, oder? Jetzt. So. Und jetzt hier. Zack, reinpacken. Nee, warum machst du das jetzt nicht? Vielleicht von der Seite. Yes. Ah ja, und da ist jetzt wieder... Ach so, der Zugabteil hat sich abgetrennt. Aha. Alles klar. Okay. Und jetzt? Ach so, okay. Das Level nach Alexandria. Ah ja. Video? So, wo sind wir denn hier? In Alexandria höchstwahrscheinlich. Dann wollen wir mal hier speichern. Hier ist es lange her. Was ist denn das im Poster? Aha, interessant. An was nicht alles denken, gell? Uah, nein! Uah. Oh, hör mal auf, ey, Skorpione. Das ist ja fies. Voll im Dunkeln. Voll im Dunkeln, die Mistviecher. So. Und da hinten ist ein Medikit. Ja, besser hätte man es nicht verstecken können. Nun gut, nun gut. Was sind das für Poster? Also Werbeposter, irgendwie Filme oder sowas. Und das soll da irgendwie so arabische Schrift sein. Ja, das kann sein. Gute Nacht, Tom. Schlaf gut und wir sehen uns bestimmt morgen. Oder auf jeden Fall die Tage. Schön, dass du dabei bist. Macht echt Spaß mit euch. So, wo läuft denn der hin? Ah ja, so ist es. Wenn man wegläuft. Und hier. Moment mal. Diese Türen kann ich teilweise aufmachen. Moment. Oh. Ah ja, da ist... Da ist hier das, das Motorrad. Das nehme ich mir nachher. Schauen wir mal. Da ist auch nochmal eine Tür. Ah ja, schau, die kann ich aufmachen. Oh nee. Bibliothek, aber vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel versteckt oder sowas. Nee, erstmal nicht. Aber vielleicht muss ich nachher wieder hier hin, mal schauen. Hm. Ah, da oben ist wieder einer. Nee, doch nicht. Bin echt gespannt, wie das Video geworden ist, was ich dann auf YouTube hochgeladen habe. Ich habe ja nämlich jetzt vor einiger Zeit einen zweiten YouTube-Kanal angelegt. Also außer dem privaten, den ich, sage ich mal, so für Musik hören oder mal was, einen Film schauen oder sowas habe. Da möchte ich dann die ganzen Folgen hier, die ich hier spiele, einfach hochladen. Einerseits, weil sie auf Twitch ja nach ein paar Tagen weg sind, ne? Und andererseits, weil ich es da auch mal präsentieren möchte. Warum nicht? Ist ja keine schlechte Idee, wenn es Twitch ja an sich ja auch anbietet. Ah, da kann ich auch rein. Jetzt bin ich aber natürlich gespannt, wie die Qualität jetzt nach der Bearbeitung wird. Tom hat ja gesagt, das ist noch schlimmer wie davor.
Aber ja, mal sehen, wie es geworden ist. Mich hat es halt gewundert, dass nach dem Upload auf YouTube die Qualität schon einige schlechter war. Aber mal sehen, was passiert ist. La, you are alive. I feared for you. What's... Von Croy has the amulet. Ah, this is bad. But he doesn't yet have the armor. There is still time to prepare for Set. Jean, I'm tired. Give a girl a break. My dear, when all this is over, you can retire. Schon, but now we must move swiftly. My men dive in the bay for remnants of Cleopatra's lost palaces. Cleopatra? Yes. She realized the armor's significance and had it brought here. Some was subsequently scattered, but... And where would you recommend I start looking? In the catacombs under Alexandria. My diggers have unearthed chambers connected to the Great Library. This would hold the true location of Cleopatra's palaces. We have yet to find a way in, but you... Take me there. There is a problem. Von Croy. Yes. His dig is expanding, crossing many of my own tunnels. Of course, my men would no longer work when Von Croy's thugs appeared on the scene. Time to introduce myself to Werner's loyal workforce. First, you must get into the catacombs. Von Croy has them completely sealed up, and I fear he will soon have the armor. Over my dead body. This I fear also. I shall wait here for news. Return if you feel I can help in any way. Good luck, Clara. I fear you may need it. I make my own luck. Aber wie sich das so gewendet hat, gell? Ich meine, anfangs war ja von Croy so aus den ersten Folgen, wie man es kannte, ja erster Verbündete. Und dann entwickelt sich das ja dann in der vierten Folge ganz anders. Und in der fünften aber hat es mich schon ein bisschen Asuka irgendwie gewundert, weil... Davon geht man ja aus, dass Lara das den vierten Teil nicht überlebt hat oder man nicht weiß, ob die auch wirklich, vielleicht hat sie doch überlebt, man weiß nicht genau. Und von Croy taucht ja natürlich dann wieder als derjenige auf, der nach ihr auch trauert und auf der Suche ist. Und manche Sequenzen verraten ja eigentlich schon, dass es auch wirklich so ist. Also man erkennt seine wahren Absichten nicht. Oder was wirklich dahinter steckt. Und bei Tomb Raider 6, Angel of Darkness, ist es dann wieder die alte Position Feind und wird ja tot aufgefunden. Und man geht davon aus, Lara hätte ihn ermordet. Ist ja irgendwie seltsam, das Ganze. Recht verwirrend. Ja, und Legend, das kam ja, glaube ich, dann, oder? Ja, genau. Das habe ich ja nicht wirklich gespielt. Vielleicht ist da irgendwie eine Weiterführung des Ganzen, ich weiß nicht. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du da irgendwie Ahnung hast, um was es dann letztendlich ging mit Von Croy. So, jetzt bin ich hier oben. Okay, da kommt eine coole Musik. Aber, na pass mal auf. Der hängt schon da vorne. So, so. Ah, da ist der andere. Ach so, der ist besessen von dieser, von diesem Amulett oder so. Okay. Verstehe. Ah ja, stimmt, der geht ja in diese Erdkugel rein, da ganz am Anfang, dieses komische Teil. Und dann erholt er sich wieder davon, oder wie ist das? Mein Gott, das ist so lange her, wo ich das alles gespielt habe. Ups. Moment mal, ich glaube, hier unten müsste irgendwo ein Schalter wieder sein, auf den ich rüber oder runter springen kann, oder ist das nicht so? Also hier komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Legend hat nichts damit zu tun. Okay. So. Mal sehen. Hier. Oh,
Das war aber knapp. Ich gehe mal hier wieder rein. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Dass der hier irgendwas hat. Nee. Ah, was ist denn das? Nö. Hier geht's wieder runter. Was ist denn das da? Ah ja, schau mal her. Das ist... Ah. Ja, da habe ich leider nicht aufgepasst vorhin. Okay, aber jetzt habe ich ja zusätzlich zu meiner Waffe... Genau. Die kann ich aber... Ich glaube, da brauche ich noch eine weitere Waffe für dieses Lasersight. Ja. Okay. Jetzt gehe ich nochmal hier runter. Ein Brunnen. Hm. Lauf mal kurz die Gassen hier. Ich bräuchte hier eventuell den Schlüssel, um hier reinzukommen. Oder vielleicht einfach mal drauf schießen. Nee, geht nicht. Hier auch nicht. Okay, da war ich. Was ist denn hier überhaupt? Armbrust, ja genau, die Armbrust, richtig. Oh, ah nee, hier bin ich hergekommen. Oder? Ja, hier bin ich hergekommen. Und hier ist sonst nichts. Aber, Moment mal hier. Nee, ist auch nichts. Hier kann ich auch nicht mehr zurück. Oh je. Also da in der Bibliothek war ich jetzt. Jetzt laufe ich nochmal hier lang. Genau. Mal sehen, hier hinten war ich noch nicht. Doch, war ich schon. Ich schätze mal, ich brauche hier einen Schlüssel oder sowas. Nehme ich mal an. Die Tür geht nicht auf. Und dann eben nicht. Hier passiert auch nichts. Ach, da ist ja der Schalter. Na also, na also, na also. Links oben. Perfekt. Jetzt, ja. Irgendwie hatte ich das noch so in Erinnerung, dass da mit Schalter und bla bla, dass da noch was ist. Oh, wo komme ich denn hier hin? Oh, da ist schon wieder so ein Typ. Na, kommen wir erstmal rüber. Zack. Wo ist er denn? So. Okay. Hat er vielleicht irgendwas bei sich? Nö. Der hat nichts dabei. Dann schauen wir mal, was hier geht. Ja, und was wollte ich noch sagen? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, anfangs vom Spiel. Da ist ja... wollte ja den Chat mit einbinden, aber irgendwie habe ich da was falsch gemacht oder es hat einfach irgendwie nicht funktioniert, weil im Endeffekt habe ich nichts anderes gemacht wie sonst und der Chat konnte nicht mit aufgenommen werden, zumindest wurde er als schwarzes Fenster aufgenommen, obwohl sie eigentlich transparent sein sollte. Ja. Da muss ich morgen mal ein paar Tests machen, weil OBS ist manchmal recht seltsam. Resident Evil nimmt es als Game-Aufnahme auf, allerdings Tomb Raider nicht. Ist irgendwie seltsam. Tomb Raider kann ich nur als Fenster oder als Monitor-Aufnahme einbinden. Muss man auch nicht verstehen. Weil es gibt ja auch den OBS-Chat an sich. Der schaltet sich da ein, ohne das Fenster von Twitch reinkopieren zu müssen. Und da funktioniert es komischerweise nicht. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Komisch, gell? Ich werde morgen mal ein paar Tests machen müssen. Mal einfach schauen, woran das liegt.
Wobei ich mit OBS eigentlich recht zufrieden bin. Raptor finde ich auch sehr gut. Das ist so ähnlich wie der Shadowplay für Nvidia. Allerdings ist, ist Raptor da auch sehr eigen. Also so die älteren Spiele kann man da nicht damit zocken. Oh, die eiserne Jungfrau. Wow. Chatty, okay. Ist es auch ein Chatprogramm, oder? Was ist Chatty? Habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Ach. Ach du Scheiße. Und ich wollte gerade sagen, das ist der Raum mit den Spiegelbildern. Richtig. Aber weißt du was? Ich bin jetzt mal hier und da ist genau der Schalter unter mir. Und das mache ich jetzt auch gleich. Wo ist denn der? Der ist doch hier. Oder? Ne, da vorne ist der. Also rüber springen, runterhangeln. Und dann... Genau, und jetzt nach links. Yes! So. Und ich schätze, jetzt ist die Tür, tada, zum... Warte mal. Nee, doch nicht. Was hat denn dieser Schalter jetzt letztendlich bewirkt? Nichts. Ein Stückchen nichts ist ja auch was. So. Keine Ahnung. Moment mal, hier war ich das Ding jetzt gerade gelaufen. Nee. Moment, hier nicht. Nee, da sind wir jetzt gerade reingelaufen. Ah, okay, gut. Ich probiere es mal aus, ja. Weißt du, weil ich finde, es ging mir hauptsächlich um die Videos, da ich die ja auf YouTube jetzt hochladen will. Wenn sich das jemand auf YouTube anschaut und er sieht den Chatverlauf nicht, versteht er natürlich nicht anfangs genau... Oder nicht anfangs genau, er steigt schon irgendwann mal dahinter, dass es ein Chat ist. Aber er kommt da nicht so mit, weil er eben nur meine Stimme hört, die kommentiert, aber nicht den Chatverlauf sieht. So weiß auch nicht, die versteht nicht alle Zusammenhänge, was die Leute ja dann auch reinschreiben. Und ja, das habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht besser. Weil da kann man damit auch mehr anfangen. Drum die Idee. Aber ich probiere es mal. Okay, dann bin ich jetzt wieder hier. Moment, da laufe ich jetzt einfach weiter. Ich weiß jetzt nicht, was dieser Schalter bewirkt hat, aber das wird sich dann später oder früher zeigen. Boah. Hör mal auf. So. Einmal und der zweite dürfte auch gleich auftauchen. Wo ist denn der? Moment, nee. Moment. Wo war denn das? Boah, hier. Gleich hinter mir. Bist du denn? So. Wie war denn das überhaupt bei Tomb Raider 4? War da in der deutschen Version das Blut auch wieder lila oder oder war man dann schon ein bisschen fortschrittlicher und hat es bei Rot belassen? Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich fand es so affig auf Tomb Raider 3, wo die es wirklich das Blut lila gefärbt haben. Naja, gut, okay. Vielleicht aus heutiger Sicht übertrieben, aber vielleicht war es damals ja gar nicht so. Ich weiß nicht, aber ich empfand es damals auch schon ein bisschen als... Ja, als Bevormundung ist es ja auch irgendwo. Na, ich meine, es ist ja nicht so schlimm, dass man das gleich zensieren musste. Es gab ja auch wesentlich heftigere Spiele auf dem Markt, wie jetzt das Blut bei Tomb Raider. Aber gut, man steckt ja nicht in der Haut von denen, die es machen. Und vielleicht denken sie sich auch irgendwas dabei.
Ganz sicher. Und vielleicht manchmal zu viel. Wer weiß. Ja, ich bin da nicht so der Freund davon. Ich meine, es ist gut, dass es Leute gibt, die sich das anschauen und sagen, okay, so und so ist das und wir würden das ab dem Alter empfehlen und so weiter. Aber dass man anfängt, dann Spiele zu zensieren und auseinanderzunehmen und sie so zu gestalten, wie es ein paar Leute für richtig halten, die vielleicht mit dieser Game-Idee auch nicht wirklich was zu tun zu haben, finde ich schon eine Bevormundung und ich finde es recht übertrieben. Man kann einfach ein Siegel draufkleben, ab 18 und fertig. Dann kann sich das jeder selber entscheiden, was er machen will. Aber Spiele auseinanderzunehmen, das ist, ich meine, jedes Spiel ist auch eine Art von Kunst. Es ist Kunst. Und ein Kunstwerk, wo man nicht mit einverstanden ist oder dass man jetzt vielleicht irgendwie unangemessen findet, das zersetzt man auch nicht. Vielleicht verbietet man das. Das ist ja noch eine Möglichkeit. Wobei das ja natürlich wieder eine ganz andere Geschichte ist. Aber das auseinanderzunehmen, das finde ich hart. Weiß nicht, wie du das siehst, Asuka, aber ich bin da voll dagegen. Weil ich meine, Entwickler und so haben sich eine Menge Arbeit gemacht. Natürlich auch was dabei gedacht. Und dann kommen 5, 6 Leute her, die meinen, das ist unangemessen für den deutschen Markt oder welch noch immer. Und ja, verändern das Spiel. So, wo war ich denn? Ach, hier unten. Moment. Richtig, jetzt. Genau, und hier ist dieser Spiegelraum. Genau, der hat's in sich. Wo ist denn der? Jep, hier. So, jetzt muss ich aufpassen, denn ich glaube, der Spiegel zeigt mir jetzt, wo die Fallen sind. Richtig. Aber das ist schon so crazy gemacht, oder? Ich finde das so geil. Ein Spiegel, der mir das Zimmer so zeigt, wie es wirklich ist. Wow, also das ist echt wieder ein super Beispiel davon, für was sich Leute da ausdenken und Arbeit machen. Ja, ich meine, das könnte man jetzt auch zensieren und sagen, dann wäre dieser Raum auch nicht mehr derselbe, wie sich ihn die Entwickler vorgestellt haben. Und das wäre schade. So. Man darf auch nicht vergessen, das ist ja die Meinung einiger, die da sitzen. Und die repräsentieren nicht alle. Na gut. Ach, da hinten liegt das Teil. Das muss ich mir jetzt holen. Muss ja auch vorsichtig sein. Also vor brauche ich nicht gehen. Seitlich, nee, da ist auch ein Loch drin, tatsächlich. Ich muss weiter oben runter. Hier muss ich runterlaufen. Hier dürfte es funktionieren. Jetzt. Perfekt. Mit Vorsicht. Und boah, ich finde es echt crazy. Es ist echt geil. So, nee, noch einmal zurück. Hier lang und dann hier lang. Nee, so lang. Stopp. Wo ist denn das? Oh, da muss ich noch rüberspringen. Wow, das war jetzt knapp. Na gut, wie dem auch sei. Ich werde jetzt mal hier Schluss machen für heute. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeibleiben. Obwohl du anfangs eigentlich recht müde warst, bist du doch dabei geblieben. Das finde ich total geil von dir. So macht es auch Spaß. Ja, und es macht echt auch Spaß, das hier mit euch zu zocken. Danke fürs Dabeisein.
fürs Zuschauen natürlich und immer für die ganz coolen Tipps, ohne die ich wahrscheinlich gar nicht weiterkommen würde. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Asuka. Schlaf gut. Und morgen ist Sonntag. Endlich auch ein Tag ein bisschen zum Ausruhen und Relaxen. Und werde mich aber morgen wieder einschalten. Jo. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder und werde hier weiter zocken. Ich hoffe, ich kriege das mit diesem OBS-Fenster noch hin. Genau, und ich, wenn das alles auch so passt mit dem Chat und alles Mögliche, dann genau. Der Kanal ist übrigens Panosmuk auf YouTube, genau, da kannst du auch mal schauen, wenn du willst, genau wie mein Name hier. Aber da ist jetzt nur dieses eine Video, das ich hochgeladen habe. Und ich weiß nicht, wie es aussieht, ich muss es mir selber nachher anschauen. Auf jeden Fall, bis morgen. Schlaf gut, gute Nacht.